So, und da sind wir wieder bei Splatoon 3 und wir gucken uns das Endergebnis des letzten Splatfestes an. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Ich habe ein neues Spiel entdeckt, aber dazu später mehr. Video wird auch heute noch hochgeladen. Aber erst gucken wir mal auf das Endergebnis vom Splatfest. Na, was machen wir, wenn die Welt untergeht? Chillen wir, machen wir eine Löffelliste oder versuchen wir die Welt zu retten? Wir gucken mal auf die Punkte. Ja, da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern. Bestes Team hat die meisten Stimmen bekommen. Ja. Boah, mit 50,25% die Löffelliste. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich daran liegt, an der Löffelliste oder an der Farbe Blau. Bei mir war es ja die Farbe Blau. Normalerweise gehöre ich ja zu den Weltrettern. Aber ich wollte endlich mal wieder blau spielen. Und ja, auch hier. Ei, wuh. Und zum Schluss, na, wer hat gewonnen? Das Endergebnis. Dann spitz mal die Ohren. Sieger des Splatfestes ist. Meine Nerven, meine Nerven. Was tun, wenn die Welt untergeht? Dumm, dumm. Boah, juhu. Jawoll! Team Löffelliste hat gewonnen. Endlich mal wieder ein Sieg für Team Kip mit überragender Mehrheit. Ich meine, ich habe es richtig gesehen, dass es die drei Farbkämpfe haben es noch rausgeholt. Mein Lob an Team Alltagsleben, die nie ungebührlich aus dem Trott gekommen sind. Ei, und der Heldenmut von Team Weltretter ist auch nicht zu verachten. Ja, wie steht ihr zu eurer Löffelliste? Ja. ich bin ganz ehrlich, ich bin da Marcos Meinung. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, was eine Löffelliste überhaupt steht. Das Ende der Welt soll gefälligst warten, Weltrettung oder nichts. Ja. Da hat ich muss da Mantaro wirklich recht geben. Man sollte schon die Welt versuchen zu retten, solange man es noch kann. Aber wie gesagt, das Thema Weltretten und Weltuntergang, das ist ja ein ganz eigenes Thema. Über das würden wir uns hier jetzt aber nicht unterhalten. Wir gucken uns erstmal die, naja gut, die haben wir schon angeguckt. Die Arenen, wo jetzt gerade die Maps, wo jetzt gerade kommen, ist ja auch egal. Ja, damit wäre alles gesagt. Holt Beute, Leute. Holen Sie gleich. Das war's, ihr Schurken. Und jetzt denkt daran, macht Beute, Leute. Macht Beute, Leute. Jawohl. Und ich habe wieder mein zerrissenes Hemd an. Aber das werde ich jetzt anlassen. Ich möchte ein, zwei Runden noch spielen, solange ich noch blau bin. Und ein paar Erinnerungsfotos machen. Die schnappe ich mir jetzt gleich, weil guckt mal, ein Lieblingsplatz ist frei. Da steht sehr oft jemand und tanzt oder steht nur da. Deswegen, ich will da jetzt mal stehen. Ich will da jetzt mal stehen. Übrigens, ich glaube, das wird keiner hier richtig mitbekommen. Aber solltet ihr mich, also Kipsblatt mal auf dem Inkopolisplatz oder in Splatville irgendwo herum, na, Splatville, irgendwo rumlaufen sehen, weil ja die Characters, die Octolinge und die Inkling-Characters ja hier random so immer rumstehen oder rumlaufen. Dann macht mal gerne ein Foto und könnt mir es gerne schicken, ja? Wohin ihr auch immer wollt. Die Kontaktdaten stehen unten. Es ist ja schon lange verboten, dass man Botschaften reinschreibt mit Selfie und dann Ad so und so. Aber es wäre mal ganz cool zu sehen, wie der Inkling so für andere aussieht. Ach, und wenn nicht, ist es auch egal. So, ich gehe rein. Ein, zwei knackige Runden. Und zuerst spielt man, naja gut, hier in der Lobby noch mit der Farbe vom Splatfest, was dann im Game selbst ist. Weiß ich nicht. Übrigens, ich habe gesehen, dieses abgerissene T-Shirt, wo ich jetzt gerade anhabe, das ist ja das, was man als allererstes, wenn man Splatoon überhaupt startet, als Kleidung hat. Das kann man ja auch hochleveln. Vielleicht lasse ich es ein bisschen an. Ja, vielleicht lasse ich es auch in den nächsten Runden und in den nächsten Spielen und Videos mal an. Oh, eine interessante Vogelmaske hatte da eine an. So, das erste Spiel nach dem Splatfest, nach dem gewonnenen Splatfest. Cool. Mir ist es auch ehrlich gesagt jetzt irgendwie völlig wurscht, ob jetzt gewonnen wird oder nicht. Erstmal wieder rumsplätten und dieser Blubber, 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 Schwabber
Wanne, die ist halt, die ist richtig genial. Optisch erinnert es eher an ein Waschbecken. Da gefällt mir mein grüner Eimer schon ein bisschen besser. Aber was man damit halt anstellen kann, wirklich allererste Spitzenkanone. Auch hier die Tintenwolke ist, es gefällt mir einfach. Gefällt mir eigentlich richtig gut. So. Brian hat uns weggesplattet. Ja, soll ja vorkommen. Hallo Brian. Was bei diesem Blubberer der Nachteil ist, das flächendeckende Einfärben ist, gestaltet sich nicht so einfach wie jetzt zum Beispiel mit der MG Airbrush Gun, aber man kann hier wunderbar auch um die Ecke schießen. Diese Blubberblasen, die blubbern und prallen hier ab. Übrigens auch anwenden, die man einfärben kann. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, falsch gesagt. Ja. Immer schön versteckt halten. Und auch die Reichweite ist halt richtig, richtig gut. Ich habe damit wirklich eine höhere Killrate, wie jetzt mit allen anderen Waffen, die ich bisher hatte. Wobei, es ist so, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, natürlich zählen nicht Kills bei Splatoon, sondern die eingefärbte Fläche. Aber Kills verhindern eben, dass, so, wir haben es gegenseitig, Daddyman, verhindert einfach, dass der Gegner natürlich auch einfärben kann, weil, ihr kennt ja das alte Sprichwort, Tote können nicht einfärben. Wobei Tod ja nicht stimmt, man respawnt ja, also man stirbt ja nicht so richtig. Ne? Also, Gott sei Dank. So, die letzte Minute läuft. Ah, ganz entspannt. Ja, ganz entspannt, auch wenn ich jetzt hier weggesplattet wurde. Macht nix. Ich bin ganz entspannt. Das sind übrigens, glaube ich, die original Splatoon-Farben von Splatoon 1. Warum zählen das als original Splatoon-Farben? Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Dieses Magenta und Grün. Keine Ahnung, war das nicht blau und orange? Naja, ist auch egal. So, diesen Schwammwürfel hier mal aufladen. Und dann, übrigens, ich empfehle auch den Story-Modus zu spielen, weil das so eine Art, ja, wie soll man das sagen, Tutorial ist für die Wettkämpfe, weil eben diese ganzen, so diese Schwämme oder auch diese, ich weiß gar nicht, was das ist, wo man sich dann so durch transportieren kann, die kommen in dem Story-Modus auch vor und da bekommt man sie auch erklärt gleich und kann das auch da so ein bisschen üben. Natürlich hat man im Story-Modus auch Gegner, aber eben, ja, andere Gegner. So, Moment, jetzt habe ich, ich habe einen falschen Knopf gedrückt, das wollte ich, jawohl, habe ich mich selbst wieder gedrückt und eine coole Pose, jawohl. Jetzt ist mein Kopf natürlich vor mir selbst, man weiß übrigens nie, wo man dann auf dem Siegerfoto steht, deswegen, ja, ist egal. Hauptsache, man sieht die Gummistiefel. Spaß. Aber jetzt, wenn ich das jetzt so sehe, hätte ich für mein Splatoon-Cosplay schon auch gerne diese Gummistiefel. Grün mit orangenen Sohlen. Keine Ahnung, ob es so etwas wirklich gibt. Das müsste ich mal recherchieren. Ich habe ja nur schwarze Gummistiefel, die auch mein Kipp-Charakter hat. Aber diese Splatoon-Gummistiefel, ja, die haben schon was. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Es fallen ja bei mir einige Cosplay-Conventions wieder aus. Also es gibt keinen Japan-Tag für mich, es gibt keine Animagic für mich. Zu teuer, zu weit oder falscher Zeitpunkt. Aber ja, mal gucken, wo man cosplayen kann. Keine Ahnung. Ich lasse es hier in der Robby, in der Lobby gerne regnen. Ja, so, zweite Runde. Jetzt ist Brian in unserem Team. Oh, schönes Orange. Schönes Orange. Ein cooler Inkling in unserem Team. Boah, also Orange ist neben Blau auch eine mega schöne Farbe. Im Original ist ja Kipps Raumschiff ja Orange. Naja, es ist eigentlich nicht Kipps Raumschiff. Es gehört der Basa, aber die Babianer haben Orange als Raumschifffarbe. Meiner Meinung nach sehen die Raumschiffe dann so ein bisschen aus wie ein Clownsfisch. Ich muss immer ein bisschen an Findet Nemo denken.
wenn ich den Film sehe, vor allem wenn ich das Raumschiff, wenn ich die Raumschiffe sehe. Aber Orange trotzdem hat irgendwas, ne? Und jetzt noch im Kontrast mit diesem Violett hier, also es ist traumhaft. So, der Highhammer hat uns weggehammert. Was, 57, 711 ist dem sein Nickname. Okay, hat er vielleicht, oder sie, aus Versehen das Passwort und nicht den Nickname. Das habe ich nämlich mal gesehen. Da hatte jemand einen ganz komischen Nickname, wo ein Dollar und eine Zahl irgendwie drin war und ganz komisch. Und dann habe ich, ist irgendwie rausgekommen, ach, das ist schon Jahre her, das war, irgendwo mal gesehen, dass der das Passwort und den Nickname irgendwie in die falschen, also er hat da, wo Nickname steht, das Passwort eingegeben und umgekehrt. Ja, kann man ja machen, ne? ist auch interessant. So, bevor ich weggesplattet werde, habe ich den Regen noch geschafft? Ja, ich habe ihn noch geschafft. Ich konnte es gerade noch so regnen lassen. Wenn ich sehe, dass ich weggesplattet werde oder so, im letzten Moment versuche ich immer noch entweder die Ulti-Waffe zu zünden oder wenn ich sie dabei habe, eine Klecksbombe so im letzten Moment noch zu werfen, um nochmal einen Eindruck, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das ist das, was ich immer rate. Never give up ist hier das Stichwort. Ja, gib niemals auf und immer alles unversucht. Und nichts unversucht lassen. So rum. Wird ein Schlappen draus. Also der Kontrast von diesen zwei Farben. Also ich bin wirklich begeistert. Ich weiß, ich rede da, Kip ist begeistert von den Farben. Aber es ist wirklich das coolste Spiel überhaupt, ja. Auch wenn man weggesplattet wird, bei Splatoon ist ja der Weg das Ziel. So. Die letzte Minute läuft. Alles ganz entspannt. Heute bin ich ganz entspannt. Das sollte man eigentlich auch sein. Vor allem bei einem schönen Spiel. Ich sag immer, Splatoon ist so wie Disneyland. Man ist bei Splatoon nicht wütend. Man ist bei Splatoon nicht schlecht gelaunt, wenn man merkt, okay, jetzt geht es mir wirklich auf die Nerven. Jetzt kann ich es wirklich nicht mehr ertragen. Ich werde zu wütend oder es macht mich zu aggressiv. Es macht keinen Spaß mehr. Dann sollte man besser ausschalten, weil wenn es keinen Spaß macht, hat es auch keinen Sinn. Weil Sinn eines Spiels ist es ja, dass es Spaß macht. So, 3, 2, 1, Ende. Ich konnte leider nicht mehr die Wolke regnen lassen. Aber das macht nichts. Ich glaube, wir haben ganz knapp. Yes. Nein. Moment, falscher Knopf. Yes. Gewonnen. Gewonnen, wunderbar. Coole Pose. Cooler Faustcheck. Ich weiß nicht, von was diese Faustchecks, im Siegerfoto abhängig sind. Werden die vom Algorithmus einfach per Zufall oder... Keine Ahnung. Die kommen meistens, wenn ich ein Foto mache, aber meistens auch nicht. Ich weiß nicht, durch was die getriggert werden. So, keine Ahnung. Ist auch egal. Das war's dann mit Splatoon 3 für heute. Mit dem Endergebnis. Unsere Löffelliste hat gewonnen. Wunderbar. Ich gehe jetzt ein neues Spiel ausprobieren. Da habe ich auf der Nintendo Switch unter der Rubrik ruhige Spiele. Weil ich ja gerne ruhige Spiele spiele. Abgesehen von Splatoon natürlich. So, hier mal runterregnen lassen. Genauso muss es sein. Habe ich ein Spiel entdeckt. Und zwar die Demo-Version von Europa. Da geht es um den Mond Europa. Ja, mehr seht ihr dann in diesem nächsten Video über das Spiel Europa. Ich bedanke mich bei euch beim Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und falls ihr am Team Löffelliste wart, herzlichen Glückwunsch. Auch im Team Löffelliste wart, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr an anderen Teams wart, dann auch herzlichen Glückwunsch. Bis dann. Ich dusche jetzt hier noch ein bisschen, gell? Ne? Tschüss. Kip Supernova over and out.